Hey Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Video, wie so YouTube halt funktioniert. Und in diesem Video geht es darum, dass ich euch heute einmal zeige, wie ich denn so eine, ein Thumbnail oder auch Vorschaubild gemacht, wie ich das halt produziere. Und es geht um das folgende Video, was ihr bestimmt schon angeschaut habt, und zwar Drakensang Online Waffen-Upgrade auf Level 52, Gaukeln und eine legendäre Schatzkiste. So, das gilt es nun hier alles darzustellen. Erst einmal kurz zur Möglichkeit, also ihr wisst, ich kann den Titel vergeben, ich kann eine Beschreibung vergeben, ich kann Tags vergeben. Da es ein Waffen-Upgrade ist, muss ich mir selber ein bisschen was einfallen lassen. Dazu habe ich hier auf dem Desktop einen Drakensang Online Tags Ordner, dann habe ich DSO Tags an sich und DSO Tags ohne PvP, also da spielt ja kein PvP eine Rolle in dem aktuellen Video, und die füge ich hier einfach erstmal, sagen wir mal, herzlos ein. So, jetzt sage ich, okay, das Video hat keinen englischen Inhalt, da lösche ich diese beiden Tags raus. Weiterhin gehe ich jetzt davon aus, okay, da drin ist eine Waffe dabei, ein Upgrade, sagen wir mal Level 52, dann kommt auf jeden Fall Glyphen dabei vor. Weiterhin haben wir noch eine legendäre Schatzkiste. Schreibt man auch auf Englisch hin. So, dann Weapon können wir noch hinschreiben. Dann ist es eine Axt. Axe schreibt man hin. Und dann sind wir auch schon fast am Ende im Endeffekt. Gaukeln können wir noch hinschreiben. Gambling auf Englisch. Und dann hätten wir noch die Clowns oder die Jesters. Wenn ich mich nicht recht entsinne, war es Jesters. Ja, wie gesagt, also für einfache Wörter ist Google Übersetzer ganz okay, wenn man sich das doch mal nicht sicher ist. Ja, Narr, Hofnarr, Spaßmacher, Witzbold, passt. Gut. Wenn man jetzt schon mal auf Speichern geht, sieht man schon mal, okay, meine Tags sind zu lang. Das heißt, ich muss ja noch irgendwas rauskürzen. Es kommen zum Beispiel, ja, so Sachen wie Leben, Block, Rüstung, Widerstände. Eine Taktik ist im Spiel nicht vorhanden, ist in dem Video nicht vorhanden, weil ich nur die Waffe aufwerte. Gucken, ob es reicht. Ja, es reicht. Gut, dann übersetzen. Hier habe ich jetzt halt die Möglichkeit, von Deutsch auf Englisch Sachen vorzunehmen. Da habe ich auch schon dementsprechend hier wieder bei den Beschreibungen alle, habe ich im Endeffekt alles drin. Auf Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch, Russisch und Tschechisch. Das sind erstmal so die Sprachen, die ich mir rausgesucht habe, und da habe ich jetzt halt die Möglichkeit, neue Sprachen hinzuzufügen. Ich bleibe aber bei dem Video nur bei Englisch, weil ich auf den Rest jetzt erstmal keine Lust habe. So. Ja, es ist ja natürlich ein deutsches Video, das heißt, ich schreibe das dann auch dementsprechend in eckigen Klammern dahinter. Eckige Klammern bedeuten, der Inhalt des Videos ist deutsch, also ich spreche in Deutsch. Und geschweifte Klammern bedeuten, die Untertitel in dem Video sind entweder Deutsch, Englisch oder so weiter und so fort. Das ist natürlich zwingend notwendig, dass ich das ja hinschreibe. So, es haben sich natürlich trotzdem viele Leute gefragt, ja Mensch, Adblocker wieder anmachen, damit ich mir selber keine Werbung schalte, weil ich mir keine Werbung schalten darf. Ja, stimmt. Nee, oder? Hä? Ist der blöd? 7 mal 4 ist gleich 28. Weil ich eins mehr aufgemacht, ach, weil ich ein mehr, also das ist sowieso ein bisschen verbuggt. Wenn man einmal was auf YouTube hochgeladen hat, das war nämlich das Problem. Ich hatte nämlich hier zweimal einen Part gemacht, im Endeffekt mit 100 geheimnisvollen Würfeln. Und da war das halt so eine Sache. Ja, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen. Ich wollte euch zeigen, wie das jetzt aussieht. Okay, ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf den Weihnachtskalender.
Da gehe ich jetzt aber nicht auf Bearbeiten, sondern ich gehe direkt mal auf die Abspielseite. Sieht man schon, hier würde jetzt eine Werbung angezeigt werden. Warum wird die angezeigt? Ja, alles klar. Ja, also man darf es, wie gesagt, als YouTube-Partner nicht übertreiben, aber wenn man seine Werbung einmal selber aufruft, dann stirbt auch keiner davon. So, wenn ich jetzt hier unten YouTube halt mal auf zum Beispiel Französisch stelle, dann aktualisiert sich das Video und auch der Titel ist Französisch und die Beschreibung ist Französisch. Hier steht dann auch drin, der Code ist nur 3 Tage gültig. So, weiterhin, wenn ich das jetzt auf zum Beispiel Polnisch stelle, dann ist der Videotitel in Polnisch und auch die Beschreibung in Polnisch. Russisch ist das hier. Wenn ich es auf Russisch stelle, ist dann auch der ganze Rest auf Russisch. Auch der Titel natürlich. Und das ist halt so eine Sache, wenn ich das Video jetzt suche. Adventskalender 14. Dann, gut, finde ich natürlich Spieletrend. Normalerweise müsste man noch meins finden. Wenn man es jetzt einfach mal so guckt und dann mal einstellt, das was heute gekommen ist. Ist es das hier? 3 Stunden könnte das sein. Ja gut, ne? Ich bin natürlich jetzt kein Englisch-Experte, kein Russisch-Experte. Müssen wir vielleicht doch mal auf Englisch gehen, ansonsten hilft mir das gänzlich sehr wenig. Wo ist Englisch? Englisch. Hier. Ja. Tragen sagen online, zum Beispiel, das ist ja Christmas Kalender. Und das ist die 14. Version. Und da sieht man jetzt schon, der ist noch nicht da gewesen. Aber die 13. Version war hier, sieht man ja. 13. 23 Stunden zurück. Man kann jetzt noch nach Filtern gehen, also letzte Stunde. Wurde nichts gefunden. Finde ich aber ein bisschen komisch, warum da jetzt nichts gefunden wird, ist mir ein bisschen rätselhaft. Gucken wir mal kurz in die 14 rein. Woran das denn liegen könnte? Englisch ist übersetzt. Und Tags haben wir auch hinzugefügt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Also wenn man es jetzt auf Deutsch sucht, dürfte es eigentlich auf Englisch kommen. Also man sieht ja schon, es kommen hier ziemlich viele von meinen Videos. Das ist halt der Vorteil daran. Weil wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich das Video auch nicht finden. Wenn ich es jetzt in Englisch eingebe, finde ich das nicht unbedingt, ja. Das ist jetzt halt der Vorteil daran. So, weiterhin habe ich halt die Möglichkeit Monetarisierung, das ist halt, es gibt Overlay-Anzeigen, gesponserte Infokarten und überspringbare Videoanzeigen ganz allgemein. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Video geht 15 Minuten, da hätte ich jetzt gerne zum Beispiel bei der Minute 5 und bei der Minute 12 oder sagen wir mal bei der Minute 10 hätte ich dann 2 Werbungen, die erscheinen. Die werden jetzt eingeblendet, wenn ich auf OK klicke. Bei erweiterten Einstellungen stelle ich halt die Originalvideosprache ein. Community-Beiträge, also ihr könnt Untertitel beisteuern, wenn ihr das möchtet. Ich kann eine Altersbeschränkung aktivieren, das wäre dann, ihr müsst 18 sein, um das anzuschauen. Ich kann sagen, okay, ihr seht die Videostatistiken von dem Video zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Wir wollen uns jetzt natürlich nicht allzu lang damit aufhalten. Ich kann das Video natürlich allgemein noch verbessern. Wir speichern das jetzt hier erstmal. Ich kann das Video allgemein noch verbessern. Von der Helligkeit her. Hey Leute. Audio kann ich das noch verbessern. Ja. Dann kann ich hier halt noch Beschreibung hinzufügen. Dann gibt es hier noch solche Infokarten, die kann man dazu machen. Und dann könnte ich noch Untertitel hinzufügen. So. Ja, jetzt würde ich das erstmal wieder das Ganze auf Deutsch stellen, weil mir das dann doch wesentlich besser gefällt. So, das macht es natürlich auch mit einmal im Endeffekt. Die 2 Aufrufe war jetzt im Endeffekt ich selber. So, jetzt geht es halt darum, dass wir hier raus bestimmte Sachen herausnehmen. Da müssen wir erstmal... Ach so, Entschuldigung, erstmal, dass die Videos 720 Pixel haben. Das liegt einfach daran,
dass ich das ein bisschen versäumt habe beim Rendern. Ich habe einfach das ein bisschen, sagen wir mal, verkackt, weil ich das letzte Mal Musik hier halt gerendert habe und da brauche ich natürlich keine 1080 Pixel. Demzufolge ist das hier bei meinem Bearbeitungsprogramm noch etwas umgestellt. Das werde ich jetzt gleich mal noch ändern, weil ansonsten vergesse ich das nämlich. Wahrscheinlich auch die nächsten Videos. Und das macht sich dann natürlich nicht so gut, weil 1080 Pixel sollte auf jeden Fall drin sein. Ihr merkt schon, ich habe hier... hier oben müssen wir erstmal gucken, was wir hier so machen. Okay, also nur wenn wir ein Projekt offen haben, können wir das meinetwegen einsehen. Dann nehmen wir mal... Dü-dü-dü-dü-düm. Ja, das Mini-Special zum Beispiel. Das war auf 1920 mal 1080 eigentlich. Aber hat es dann doch irgendwie runtergerendert. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ihr seht schon, ich habe hier 603 Videos drin. Also das ist, muss ich mal aussortieren. Das sind jetzt halt ganz einfach schlichtweg gesagt. Na, wo zeigt es die Eigenschaften an? Okay. Möchtest haben. Mö, ja, jetzt. Das dauert natürlich ein bisschen, weil da ziemlich viel drin ist. Ja, 433 GB an Dateien. Gehen wir jetzt mal hier ganz runter und suchen mal das. Das ist das von vorhin. Das ist das, was wir gerade aufnehmen. Es kann natürlich sein, dass ich das schon gelöscht habe. Das wäre natürlich ziemlich schlecht, wenn ich das schon gelöscht habe. Deswegen nehmen wir einfach mal das Special auf den Desktop. Da können wir jetzt auch nichts Hey mehr dran Leute. ändern. Richtig. Und machen das mal auf lautlos. Und jetzt suche ich mir halt so ein paar Punkte raus, die ich ganz gut finde. Und zwar, wo habe ich denn die Waffe aufgewertet? Die habe ich irgendwo mal aufgewertet. Da habe ich halt jetzt hier so auch die Möglichkeit hier sekundenmäßig durchzuspringen. Da kann ich dann halt jede Sekunde anschauen. Das kann ich auch im Bearbeitungsprogramm übrigens machen. Und ich frage mich jetzt immer noch, wo ich denn hier mal die Scheiße eingeschmolzen habe. Ich glaube, ich habe erstmal ziemlich... Ach ja, ich habe erstmal... Nee, aber hier ist die doch schon aufgewertet. Jetzt mal ohne Witz. Hier ein kleines Stück weiterspringen. Hier habe ich erstmal die alten Werte notiert. Hier habe ich es aufgewertet. Gut, haben wir den Button vielleicht mal noch irgendwo an einer anderen Stelle. Ne, hier ist jetzt schon aufgewertet. Da gucken wir jetzt. Ich klicke jetzt im Endeffekt hier drauf und jetzt lasse ich das fertig laden. Jetzt habe ich den Mausbutton hier auf der rechten Seite. Jetzt drücke ich Alt-Druck und gehe in mein Bearbeitungsprogramm rein. Öffne an der Stelle eine neue 1920x1080 Pixel Vorlage. Dann zoome ich hier im Endeffekt ran. Ziehe das hier ein bisschen größer, damit ich das ein bisschen besser bearbeiten kann. Verschiebt das mir hier noch ein bisschen. Und jetzt möchte ich im Endeffekt die Kriegsherren-Großaxt erstmal ausschneiden. Und dann hier drüben einfügen und natürlich auch größer ziehen. Ich möchte gerne, dass es die beibehält, also dass es die Breite und die Länge beibehält, dass es beides gleich groß bleibt. Und da machen wir jetzt hier das ein kleines bisschen kleiner. Weil ihr müsst ja dran denken, wir haben es ja dann im Endeffekt so groß vorliegen, so ungefähr. Das war so ein bisschen zu übertrieben, sagen wir mal 85%. So groß haben wir es ungefähr vorliegen dann am Ende. Ja. Ist natürlich jetzt leider ein bisschen verpixelt, weil es halt, wie gesagt, ich es vermurkst habe. Das würde jetzt auch nichts bringen, wenn ich da jetzt nochmal online gehen würde, weil ich habe ja leider die N50er-Variante nicht vorliegen. Deswegen ist es relativ sinnlos, da jetzt nochmal online zu gehen. Ich möchte jetzt halt erstmal eine Gegenüberstellung haben von den beiden Äxten. Also dem alten Level und dem neuen Level. Jetzt habe ich zum Beispiel hier hinten zu viel ausgeschnitten. Drücke ich eine andere Taste, habe ich die Funktion, das wegzuschneiden. Das war aber jetzt ein bisschen zu viel, also zoome ich hier noch mal richtig ran und jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, aha, ich möchte das hier wegschneiden
Und das hier unten brauchen wir auch nicht, diesen kleinen Zipfel. Und den hier oben brauchen wir auch nicht. So. Jetzt kopiere ich das wieder, gehe in mein anderes Menü rein. Und schiebe das erstmal hier rüber. Weil das Ziel natürlich ist, das genauso groß zu machen wie das andere. Und das erreiche ich natürlich, indem ich das hier drüber ziehe und jetzt das groß mache. Jetzt schiebe ich das zur Seite und gucke nochmal, aha, okay, ich brauche es etwas kleiner. Also gehe ich wieder auf mein anderes, füge das hier ein als kleiner Zwischenspeicher, gehe wieder zu meinem anderen, sage zu dem, okay, du musst noch ein paar Pixel kleiner werden. Naja, so viel nur auch wieder nicht. So viel würde ich mal sagen. Das andere füge ich jetzt wieder hier ein an dieser Stelle. Und sage dem jetzt wieder, okay, du musst noch ein kleines Stückchen kleiner werden. Das können wir uns ja auch schön angucken, wenn wir das jetzt parallel nebeneinander machen. So. Und jetzt hat man halt hier diesen Übergang. Jetzt nehme ich natürlich den Radiergummi und sage, okay, Radiergummi brauchen wir nicht nehmen, weil es ist eine Ebene darunter. Deshalb nehmen wir den schwarzen Pinsel und tun hier ein bisschen unnötigen Ballast wegmachen. Ja. Genauso natürlich hier auf der rechten Seite ein bisschen näher ranzoomen. Dann könnte man den Pinsel auch etwas kleiner machen, damit man da nicht so viel wegschneidet, was nicht weggeschnitten werden soll. So, an der Stelle, das ist halt, es ist wirklich nur ein Thumbnail, also man muss jetzt ja nicht keine höchst feine Arbeit leisten. Das ist halt nicht allzu übertrieben, also ich würde aber mal sagen, okay, vielleicht kriegen wir das doch hin, dass wir das ein bisschen anders machen. Und zwar, indem ich ganz einfach das hier komplett wegmache, weil man das, also ich würde einfach nochmal alles komplett wegmachen. Weil, okay, ich würde doch mal in DSO Online gehen und zumindestens, ach, ich bin in DSO Online, alles klar. Okay, wie viele Leute haben mich wieder angeschrieben? Huhu. Yes, I am. Der ist schon wieder offline. Voll der Spekt. The Game mit anderen Buchstaben. Ja, das gehört also alles mit zu meinem Nee. Ja, ja. Alles klar, gut. Nein, kein Espanol. So, jetzt brauche ich ein Bild vom Dings. Also, Alt-Druck, haben wir jetzt diesen Wert übernommen. Fügen den ja wieder. Okay, er wollte es nicht übernehmen. Ist mir auch recht. F12 für... Ja, hallihallo, wie wär's denn mal mit Vollbild? Möchtest du jetzt vielleicht mal Alt-Druck machen? Wäre mal gar nicht so schlecht. Perfekt. So, jetzt kann ich ja halt wirklich aufs Detail genau ranzoomen und sagen, okay, ich brauche jetzt diesen kompletten Ausschnitt. Zusätzlich brauche ich aber noch, ja, eigentlich brauche ich noch die 52 da oben drüber, also schneide ich das erstmal komplett aus und mache mich jetzt ans Eingemachte. Okay, ich brauche das hier, brauche ich nicht. Dann gehe ich auf die freihändige, upsala. Dann gehe ich auf die freihändige Auswahl und sage hier, diese Ecken brauche ich nicht. Habe ich den jetzt schon weg? Ja, jetzt habe ich schon weg. Und hier diese Ecke brauche ich auch nicht. Und jetzt kopiere ich das final. Und ja, gut, das war natürlich jetzt meine komplette Version. Kopiert habe ich es ja. Kann ich im Endeffekt auch einfügen. Wir machen aber jetzt erstmal noch, dass ich hier eine Vordergrundfarbe wieder schön habe. Und jetzt sage ich meistens, okay, ich brauche 300 Pixel. Das drücke ich dann einmal nach oben. Jetzt merke ich schon, okay, mein Bild ist etwas unförmig ausgeschnitten, ist aber nicht so schlimm. Das merkt man dann
gänzlich wenig, wenn man da ein bisschen rauszoomt. Und jetzt brauche ich halt mal noch eine 51. So. Habe ich irgendein Item, was eine 51 besitzt? Nö. Also nehme ich jetzt im Endeffekt ja ein grünes Item. Oder nee, noch besser. Ich nehme ein weißes Item. So, das ist ja total wurscht. Man muss... Ja, Mensch, wir wissen's. Man muss halt am Ende ein bisschen kreativ sein, wenn man sowas gestaltet. So. Weil man muss sich halt auch Sachen nehmen können, die man noch nicht so hat. So, jetzt werde ich das hier auf... Okay, es ist teurer als gedacht. Alles klar, wieso kostet das so viel? Nicht, dass wir die 51 jetzt ganz normal simulieren müssen, das wäre nicht allzu geil. Komm, die kann man nicht so viel kosten. Oh mein Gott. Warum kostet das so viel? Okay. Ja, es wäre ein guter Plan, wenn ich die Glyphen dafür hätte, ja? Ja. Was machen wir denn da jetzt? Wir machen... Hi, Jemine. Also müssen wir doch diese hässliche 51 von hier nehmen. Die halt dann etwas verpixelt erscheint. Aber gut, können wir ja leider nichts dran ändern. Vorher sollten wir vielleicht nochmal das Bild hier an der Stelle nochmal kopieren. Na Mensch, machen wir es halt mit SRGC, wenn du nicht willst, so. Und jetzt brauchen wir die 51 von hier. Gut, die ist jetzt natürlich nicht mehr markiert, die müssen wir wieder markieren. Zack. 51. Kopieren. Einfügen und der Größe nach anpassen. Ach, das geht sogar von der Quali her. Das sind ein paar minimale Pixel, die das schlechter aussieht. Aber ist im Grunde genommen ganz okay. Ja gut, beim größeren Team merkt man es natürlich dann. Ja, merkt man halt doch einfach nicht. Ne? Gut, da haben wir jetzt noch die Möglichkeit, okay... Ich sag zum Beispiel, wir machen hier einen ganz kleinen Radius an weißen Pinsel rein. Beziehungsweise DSO macht meistens nicht so mit krass viel weißer Farbe rum, weil das ist ja mehr so eine Mischung. Das heißt, es ist so etwas gelblicher. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal diese Farbe hier mit. Gut, möchte auch nicht, weil das ein aktuelles Element überschreitet. Hier möchte er es aber. Gut, der Farbtyp bleibt ja gleich. Den nehmen wir jetzt einfach hier an. Und jetzt können wir hier noch ein kleines bisschen... ...die ganze 1 und die 5 etwas farbiger machen. Wie gesagt, das ist jetzt... nicht so krass das Problem, wenn das nicht so geil aussieht jetzt aus der Nähe, weil das ist halt wirklich nur eine Grobarbeit, weil ansonsten würde man hier 10 Stunden sitzen für ein Thumbnail, wo dann eh wieder ein Idiot kommt und sagt, scheiß Video, du hast dich irgendwo geirrt oder so, ja. Ich wollte euch halt bloß mal zeigen, wie aufmerksam, wie aufwendig das so an so einer Stelle ist. Und jetzt sieht man schon, na Mensch, die 51, die strahlt jetzt schon genauso gut wie die 52. Schlussendlich müssen wir aber hier trotzdem nochmal eine kleine Rundung reinbringen. So. Ziemlich fettes Bäuchlein hat die 51, die 51. So reicht das jetzt, ja. Jetzt, was steht normalerweise dort? Da steht normalerweise Kriegsherrn Großaxt. So. Das ist natürlich jetzt auch relativ verpixelt. Deshalb werde ich das jetzt einfach ganz normal hinschreiben. Kriegsherren
minus Großaxt und dann machen wir das auf eine 90 so ungefähr. Dann nehmen wir jetzt wirklich mal genau den gleichen Orange-Typ, wie wir ihn hier haben. Da kopiere ich mir jetzt einfach so ein kleines Stückchen hier, nehme das hier kurz mit rüber, aktiviere den Farbaufsammler, mache das wieder weg und nehme diese Farbe jetzt für das und bitte darauf anwenden. Das dürfte jetzt diese Farbe sein. Und dann haben wir hier unser zartes Orange, was theoretisch exakt dem auf dem anderen Foto entspricht. So. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir machen meinetwegen 100 und machen es ein bisschen fett gedruckt. Schieben das Ganze noch ein bisschen rüber. Und machen jetzt am Ende einen, ja, einen Pfeil halt. Ja, machen wir einen Pfeil und müssen aber ein bisschen gucken, wie wir den denn so machen. Wir ziehen das erstmal hier rüber. Jetzt sage ich, okay, ich möchte das mit einer gewissen, mit irgendwas erstmal muss ich zu einer neuen Ebene machen. So, jetzt steht es alleine da und ich kann es mit einer Vordergrundfarbe füllen. Und da nehmen wir jetzt den Pinsel und machen das etwas großzügiger. Ja, genau so. Es ist halt wirklich, ihr merkt schon, das ist... eine professorische Sache. Das muss man jetzt nicht allzu sehr übertreiben. Dann nehmen wir jetzt noch eine andere Farbe, zum Beispiel Gelb. Da ziehen wir jetzt hier noch so einen Schleier durch. Gut, gefällt mir nicht, weil es zu dick ist. Brauchen wir auf 20 ungefähr. Und dann machen wir da nur den Außenrand. Das kann man ja auch gerne mal ausprobieren. Das ist halt nicht allzu leicht, da einen geraden Strich zu ziehen. Also ich sag mal so, ich könnte jetzt später in Paint arbeiten. Paint hat zum Beispiel wiederum die Möglichkeit, eine Form zu machen und einfach einen geraden Strich. Weiß ich nicht, warum die das bei GIMP nicht haben. Ach. Und solange er nicht absetzt, wird das alles gespeichert als kleiner Zwischenschritt. Sobald ihr absetzt, ist es ein extra Zwischenschritt. So. Jetzt haben wir noch Gempeln mit dabei. Das machen wir aber erst halt später. Also wir haben jetzt hier halt allgemein erstmal gegempelt. Da würde ich aber auch wieder in Game ein Bild rausholen, weil ansonsten ist es relativ blöd. So, also wie gesagt, überall trifft man Fans. Ich finde das sehr geil von euch. Und ja, ich hoffe halt mal, dass es in Zukunft noch viel mehr Fans werden. Ja, welchen nehmen wir denn? Welcher sieht am besten aus? Nö. Ja, die sehen eigentlich alle nicht allzu tough aus. Nehmen wir einfach allgemein so ein Hintergrundbild. Zack. Ach gut, eigentlich müssen wir ja nicht damit arbeiten. Da können wir es gleich wieder vom Desktop löschen. Gut, füge ich das ja halt jetzt ein.
und sage, ich möchte das wieder verschieben. Und jetzt brauche ich halt nur so eine gewisse Auswahl von der ganzen Sache. Da nehme ich jetzt im Endeffekt dieses Ausschneidetool und sage jetzt, ja okay, ich brauche eigentlich nur die beiden und hier hinten ein bisschen was von der Bühne. Das reicht mir eigentlich im Prinzip schon. Dann schneidet es das aus. So, das füge ich jetzt hier im Endeffekt ein. Und ja, mache das halt noch ein bisschen größer. Also die Bühne, die juckt mich jetzt da nicht so im Hintergrund. Die mache ich ein kleines Stückchen weg. Aber Hauptsache, beide sind noch ein bisschen mit drauf. So, jetzt sage ich, okay, ich möchte gerne ein bisschen, ja, ich möchte das Bild ein bisschen aufpeppen, indem ich jetzt einen Farbabgleich mache. Da spiele ich hier ein bisschen rum, also ja, ein bisschen mehr Rot, ein bisschen düsterer machen. Ja, Glanzlichter hätte ich gerne, so richtig schön. Ja, doch, also ein bisschen mehr in so ins, ja, das ist schon ziemlich grell, aber ein kleines bisschen mehr einen Grünstich und ein kleines bisschen mehr einen Gelbstich finde ich ganz cool. Und die Schatten, ja, die Schatten machen es natürlich ziemlich krass aus, also die lassen wir erstmal so ein kleines bisschen. So, machen wir ja noch ein kleines bisschen dunkler. Und hier jetzt wieder ein bisschen farbenfröhlicher. Jetzt können wir auch die Glanzlichter noch ein kleines bisschen mehr zum Vorschein bringen. Und jetzt am Ende arbeite ich noch mit natürlich Helligkeit und Kontrast. Damit kann man jetzt nochmal richtig was aus dem Bild rausholen. Indem man nämlich den Kontrast nach oben stellt, wird das noch viel schöner. Helligkeit stellen wir ein kleines bisschen nach unten und dann haben wir hier eigentlich so ein perfektes Bild. Mal kurz meinen Bildschirm auf hell stellen. Okay, da müssen wir doch die Helligkeit noch ein bisschen höher stellen, weil das selbst bei einem hellen Bildschirm dann nicht allzu gut aussieht, wenn das da so. So, machen wir so ungefähr so. Bildschirm wieder dunkel machen auf Nachtmodus. Und zurück in DSO. Puh. Ja. Eigentlich auch nicht. Gucken, was der geschrieben hat. Das ist halt so eine Sache. Ich meine, da habe ich dann halt auch keine Zeit, ne? Ich meine, muss ich hier halt Leuten antworten, muss dann nebenbei Videos machen und so. Ich meine, davon hängt ja dann alles ziemlich ab und deswegen bin ich halt auch ziemlich aktiv, ja. Ich bin zwar in Game Online, aber ich spiele halt nicht. Ich mache jetzt hier ein Video. Und das dauert halt seine Zeit. Also wir arbeiten jetzt schon 35 Minuten an diesem GIMP, an dieser GIMP-Sache. Und ja, jetzt brauchen wir, also ich mache es jetzt auch ein bisschen langsamer, um es euch ein bisschen zu erklären. Schlussendlich noch eine legendäre Schatzkiste. Und da nehme ich gerne dieses Bild hier im Endeffekt. Vielleicht habe ich es auch nochmal in HD irgendwo. Da gucke ich jetzt einfach, indem ich Sache öffnen. Und nehme dann hier einfach irgendein Teil, was damit zu tun hat. Legi Kisten, nö. Also es hat zwar was damit zu tun, aber nicht das Bild, was ich haben wollte. Hier ist zum Beispiel eins, perfekt. So, das habe ich jetzt hier im Hintergrund aufgemacht. Und hier habe ich natürlich eine schöne HD-Schatzkiste. Und die wird jetzt ausgeschnitten. Also die nehme ich mir jetzt hier, okay. Hier unten hatte ich etwas mit Verwischung gearbeitet. Die übernehmen wir im Endeffekt gleich wieder. Das hier oben braucht man nicht. Und das kopiere ich mir jetzt ganz einfach und ziehe das mit hier rüber. Und dann machen wir jetzt noch eine kleine
Mini-Verschmelzung zwischen den beiden. Da muss ich jetzt beide als neue, komplett neue, also erstmal zur neuen Ebene. Jetzt haben wir das als neue Ebene und jetzt mache ich allgemein eine neue Ebene. Und jetzt kann ich beide miteinander verwischen lassen, indem ich die Größe ein bisschen erhöhe. Ah, mit 64 können wir da, denke ich, schon arbeiten. Jetzt brauche ich im Endeffekt eine neue Ebene, die nur für das Verwischen da ist. Dann nehme ich das jetzt, mache Ebene neu aus Sichtbaren und schon können wir das hier theoretisch, ja genau, schon können wir das hier verwischen. So hat sich jetzt gerade auch sehr schön das Orange da oben entfernen lassen, was vielleicht nicht ganz so geil aussah. Und hier unten machen wir allgemein noch ein kleines bisschen Verwischung. Neue Ebene. Und dann nehmen wir das Ganze hier hinten noch uns unter die Lupe. Neu aus sichtbar. Und schon können wir wieder mit Verwischen arbeiten. Und das hier hinten noch etwas aufrunden, aufwerten, sonstiges damit machen. So. Ja. Und so speichere ich das jetzt ab. Das nennen wir jetzt Mini Special. Und zwar ist heute der 14.12.15. Das wird gespeichert als Jetpack mit 100%. Also mit 100 Qualität. Wir haben jetzt 40 Minuten daran gesessen. Ja, Video schließen, schließen, alles zumachen. Zack. Und jetzt schlussendlich sind wir in dem Punkt angekommen, wo ich das Thumbnail dann hochlade. Ich habe es gleich so geordnet, dass das, was ich zuletzt gemacht habe, ganz oben ist. Und schlussendlich kann ich das dann hier hochladen. Und ich denke mal, wir haben daraus jetzt wieder doch was ganz Gutes gemacht. Weil es halt doch am Ende, naja, wo ist denn hier die Ordnerfunktion? Ja gut, wie haben wir es genannt? Mini-M. Mini Special. So, so sieht es jetzt komplett aus. In Vollbild dann so. Und ich denke mal, das lässt sich doch eigentlich gut sehen. Man sieht halt gut, okay, es geht von Level 51 auf 52. Es geht um die Kriegsherren Großaxt. Es wird eine legendäre Kiste geöffnet, sieht man hier unten in dem Teil. Und es wird gegambelt. Perfekt. Farblich abgestimmt mit Grün-Gelb-Effekt. Hier drüben natürlich wieder Grün-Gelb, was am Ende wiederkommt. Und oben ein leichter, satter Orangeton. Hier geht es aber auch wieder ins Rote, also wieder ins Orange. Und das Blau kommt natürlich auch wieder hier drüben vor, ja. Kann man jetzt sagen, okay, das ist ja rumgeschnörkelt oder so. Aber ich meine, ich habe trotzdem eine halbe Stunde dran gesessen, so. Das ist eine halbe Stunde meines Lebens, die ich für dieses Video vergeudet habe. Also nicht vergeudet habe, aber ich stelle es jetzt mal so dar, wie wenn Leute dann halt kommen und das Video übelst disliken oder so, weißt du? Weil jetzt kommt hier irgendjemand an, irgend so ein Fuzzi und sagt, ja, also das gefällt mir gar nicht, naja, also Waffen-Upgrade, das ist ja total langweilig und Gaukeln, na, scheiße, ne? Ah, es ist halt, und dann muss man halt jetzt hier noch am Ende bedenken, okay? Es muss auch hier gut aussehen. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch einen Tag hinzufügen. Ach, ich hab's ja auch noch gar nicht auf öffentlich. Ach doch, hab ich, oder? Nee, hab ich noch nicht. Ne, deswegen, ja. Ah, trotzdem werden wir wahrscheinlich noch ein... Ja, natürlich. Trotzdem werden wir wahrscheinlich noch ein Tag hinzufügen müssen. Und zwar einfach Waffen-Upgrade als Ganzes. Weil das nämlich diese Wörter sind, die man dann sucht. Weapon-Upgrade.
Wait. Und da suche ich jetzt nicht nach Kingsel. Kingsel hat zwar was mit DSO zu tun, aber da findet man dann allgemein was zu DSO, aber nicht konkret dieses Video. Wenn ich jetzt tragen sagen, online Waffen Upgrade eingebe, kommen natürlich trotzdem erstmal die Videos, die jetzt gerade so angesagt sind. Normalerweise, genau, findet das auf jeden Fall bei der letzten Stunde. Und wenn ich jetzt gucke, okay, ich kann das von hier aus alles perfekt lesen. Ich kann erkennen, okay, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen, sagen wir mal, wer DSO auf größer hat, kann sich das dann hier im Endeffekt zu Gemüte führen. So, jetzt tue ich das mal kurz bei WhatsApp verschicken und dann gucke ich mir selber mal auf WhatsApp an. Also die, oder nee, Quatsch, ich gehe einfach, muss es ja nicht auf WhatsApp verschicken, ich gucke jetzt einfach mal am Handy. Achso, mein Handy ist gerade am Arsch. Okay. War's halt doch alle. Ich dachte, es hält noch ein bisschen aus. Na gut, also wenn man sich dann am Handy anguckt, kann man halt auch sehen, jawohl, das ist eigentlich ganz nett. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Sachen, die wir jetzt noch schlussendlich zu tun haben. Erstmal wieder rauszoomen auf 125%, damit es etwas größer ist, aber auch nicht zu groß. 7 Leute haben es schon aufgerufen. Ich bin jetzt nochmal der da draufklickt, weil ich dann nochmal kurz eine Qualitätsprüfung mache. Ist es wirklich HD? Ja, es ist HD, natürlich jetzt nicht 1080 Pixel. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Jetzt teile ich das auf Google Plus. Teile es auf Facebook. Und teile es auf Twitter. Und Facebook und Twitter. Gucken wir uns jetzt an. Es ist jetzt hier geteilt auf meinem Hauptprofil, das wird jetzt nochmal geteilt und geht auf meine Seite, die ich verwalte, also Zardas LP, und hier haben wir es im Endeffekt schon vorliegen, Waffen-Upgrade auf Level 52. Natürlich nochmal erwähnt, ich hätte hier gern mal mehr Leute, die mir folgen, außer 9, und auch hier, gut, Freunde habe ich natürlich viele, weil ich jedem eine Einladung geschickt habe. Die Seite hier ist jetzt auch die Frage, ob da wirklich viele Fans dabei sind, weil ich jetzt halt hier sagen kann, okay, ich möchte Freunde einladen und dann kann ich hier munter, freudig durchscrollen und gucken, aha, der hat mich noch nicht abonniert und der hat mich noch nicht abonniert und da kann man das dann halt schnell ausfindig machen. 5 Leute haben schon wieder kommentiert. Deine Videos sind Leute immer besser, obwohl sie bloß, ach doch, das hat 1080 Pixel, alles klar. Gut, Handy ist wieder aktiv. Und nächstes Kommentar, das machen wir auch gleich mal noch, damit ihr das halt auch noch mal seht. Ich weiß, aber du hast doch noch den Gürtel aufgemacht. Ich kann Mathe schon. War ja bloß ein Bonus, weil Ben das gesagt hat. Wo steht das jetzt? Okay, da hat den anderen beleidigt. Hey. So. Ja, das ist halt dann die Chance auf 100k an der Mand. Ja,
So, und dann kann man das jetzt halt hier dann am Ende noch natürlich wiederum überwachen. Kann man jetzt schon gucken, bestimmt schon wieder der erste Dislike drauf. Nö, bis jetzt halten sie sich noch ganz neutral. Ja. Gut, das wär's dann von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick zu kriegen, wie man denn solche Thumbnails gestaltet. Und man sieht sich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, euer Zardas. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas!